Durch die Energiewende und die daraus resultierende Abhängigkeit der Erzeugung vom Wetter nimmt die Bedeutung von Speichertechnologien im Energiesystem zu. In diesem Video schauen wir uns 4 Speichertechnologien an, die dabei teilweise schon eine zentrale Rolle spielen und in der Zukunft wohl alle eine große Rolle spielen werden. Ihr erfahrt zudem, in welchen Bereichen diese Speicher eingesetzt werden und was ihre Vor- und Nachteile sind. Wenn man in Bezug auf die Energiewende von Speichern spricht, denken die meisten zunächst an Batteriespeicher, insbesondere unterschiedliche Lithium-Ionen-Akkumulatoren. In Lithium-Ionen-Akkus läuft beim Laden und Entladen eine chemische Reaktion ab. Beim Laden werden dabei Lithium-Ionen am Pluspol frei und wandern über eine Elektrolytflüssigkeit zum Minuspol. Beim Entladen kehrt sich der Prozess um und die Lithium-Ionen gehen wieder zurück zum Pluspol. So kann elektrische Energie direkt in einem Akku gespeichert und später wieder entnommen werden, auch wenn sie eigentlich als chemische Energie in einer chemischen Verbindung steckt, solange der Akku geladen ist. Mit was die Lithium-Ionen dabei chemisch reagieren, ist je nach Lithium-Ionen-Akkutechnologie unterschiedlich. Durch viel Forschung in den letzten Jahrzehnten gab es bei Lithium-Ionen-Akkus eine deutliche Zunahme der Energiedichte und Sicherheit und eine deutliche Abnahme bei den Preisen. Durch Weiterentwicklung von Akkutechnologien, wie beispielsweise Lithium-Luft-Akkus, ist auch in den kommenden Jahren immer noch viel Potenzial für Verbesserung von Batterien durch Forschung zu erwarten. Einsatzgebiete für Batterien gibt es an mehreren Stellen. Zum einen natürlich in der Mobilität. Batterieelektrische Fahrzeuge sind der Weg, den Deutschland in der Individualmobilität geht und gehen wird. Aber auch als dezentrale Speicher, insbesondere mit PV-Anlagen, werden sie schon heute häufig eingesetzt. Ein Vorteil ist also das einfache Laden und Entladen. Es ist lediglich ein Spannungswandler oder eventuell ein Stromrichter notwendig. Dadurch ist auch der Wirkungsgrad mit 90-95%, in manchen Fällen sogar bis zu 98%, sehr hoch. Batterien sind mittlerweile auch in mobilen Anwendungen relativ sicher im Vergleich zu beispielsweise Wasserstoff. Als dezentraler Speicher haben sie eine gute Energiedichte, benötigen also im Keller nicht allzu viel Platz und sind einfach einzusetzen und einzubauen mit relativ wenigen zusätzlichen Kosten. Ein Nachteil ist dennoch der Preis, der im Vergleich zu anderen Speichern mit aktuell etwa 92 Euro pro Kilowattstunde immer noch hoch ist. Zusätzlich steht der Ressourcenbedarf, insbesondere natürlich von Lithium, in der Kritik, da beim Abbau sehr viel Wasser benötigt wird und dies häufig in sehr trockenen Regionen der Welt geschieht. In den letzten Jahren gab es aber auch hier viel Forschung, um beim Lithiumabbau weniger Wasser zu verbrauchen. Ein weiterer Nachteil ist die Selbstentladung von Lithiumbatterien, wodurch sie sich auch nicht als Langzeitspeicher eignen. Die zweite Speichertechnologie steckt noch in einer früheren Entwicklungsphase und wird daher aktuell wenig eingesetzt. Beim Power-to-Gas-Verfahren wird Strom und Wasser durch Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Teilweise wird der Wasserstoff dann noch mit CO2 weiter in Methan umgewandelt. Dieser Schritt wird Methanisierung genannt. Wasserstoff oder Methan kann dann als Brennstoff zur Strom- oder Wärmeerzeugung oder auch in der Mobilität eingesetzt werden. Ein großer Vorteil dieser Technologie ist, dass Methan und ein 5-10%iger Anteil an Wasserstoff sehr einfach im Gasnetz gespeichert werden können. Da das deutsche Gasnetz inklusive Speichern ein Speicherpotenzial von etwa 217 Terawattstunden hat, hat diese Technologie sehr großes Potenzial als Langzeitspeicher. Zum Vergleich, der gesamte Speicherbedarf für 100% erneuerbare Erzeugung in Deutschland wird in dieser Studie auf 30 bis 75 Terawattstunden geschätzt. Da der elektrische Wirkungsgrad der Elektrolyse von 70-80% und der Methanisierung von etwa 80% dabei nicht ideal ist und auch bei der Wandlung von Gas zurück zu Strom technologieabhängige Verluste entstehen, wird diese Technologie wohl auch vor allem als Langzeitspeicher sinnvoll eingesetzt werden. Da die in den Wandlungsprozessen entstehende Abwärme jedoch teilweise genutzt werden kann, ist der Gesamtwirkungsgrad gar nicht so schlecht, wie häufig dargestellt. Neben dem Einsatz als Langzeitspeicher für den saisonalen Ausgleich kann Wasserstoff auch in der Industrie für sehr energieaufwendige Prozesse, beispielsweise in der Stahl- oder Aluminiumproduktion, eingesetzt werden und hier fossile Brennstoffe ersetzen. Auch ein Einsatz in der Mobilität durch jegliche Formen von synthetischen Brennstoffen ist seit längerem Thema der Forschung. Durch den schlechten Wirkungsgrad dieser Technologie haben Batterien hier jedoch die Nase vorn. Die dritte Speichertechnologie
die schon seit längerem eingesetzt wird, sind Pumpspeicher. In Pumpspeicherkraftwerken wird Wasser aus einem unteren Becken in ein oberes Becken gepumpt und so elektrische Energie in kinetische Energie umgewandelt. Wird wieder elektrische Energie benötigt, wird das Wasser vom oberen Becken, wie in einem normalen Wasserkraftwerk, durch eine Turbine geleitet, zurück ins untere Becken. Die Vorteile von Pumpspeichern sind die hohe Effizienz mit Wirkungsgraden von 75-80% und die einfache Umsetzung sowie der relativ günstige Preis. Es benötigt jedoch relativ viel Land und Möglichkeiten in Deutschland sind begrenzt. Aktuell gibt es etwa 0,04 Terawattstunden Speicherkapazität, die wohl auch nicht mehr groß erweitert werden. Theoretisch ist sowohl Tagesausgleich als auch Langzeitspeicherung mit Pumpspeichern möglich. Für Langzeitspeicherung gibt es in Deutschland allerdings zu wenig Kapazität, wodurch die Speicher vor allem als Ausgleich für Stunden oder Tage genutzt werden. Den vierten Speichertyp haben die meisten wohl nicht auf dieser Liste erwartet. Er wird jedoch ebenfalls schon lange genutzt und wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Es handelt sich um den Wärmespeicher. Meist wird zur Speicherung von Wärme eine Flüssigkeit, häufig Wasser, in einem isolierten Behälter gespeichert. Die größten Vorteile sind dabei die einfache und günstige Realisierung, da sie meist dort eingesetzt werden, wo das warme Wasser sowieso für Heizung oder Ähnliches erzeugt wird und die Verbraucher, sobald die Wärme benötigt wird, diese direkt aus dem Speicher entnehmen können. Die Technologie ist dabei sehr flexibel einsetzbar und von kleinen Pufferspeichern für die Heizung des Einfamilienhauses bis hin zum Jahresausgleich für ganze Gemeinden können Wärmespeicher eingesetzt werden. Der Speicher findet im Hinblick auf die Energiewende häufig wenig Beachtung, da auch die Wärmeversorgung vergleichsweise wenig Beachtung findet. Durch Wärmespeicher ist es jedoch häufig möglich, Abwärme sinnvoll nutzbar zu machen und so die Effizienz von vielen Prozessen zu erhöhen. Der größte Nachteil ist, dass der Einsatz nur zur Speicherung von später genutzter Wärmeenergie sinnvoll ist. Es wäre zwar möglich, die Wärme auch wieder in elektrische Energie zu wandeln, das ist aber aufgrund des Aufwands und des Wirkungsgrades nicht sinnvoll. Da die Technologie aber sehr günstig ist und auch der Wärmesektor, obwohl er bei der Energiewende häufig vernachlässigt wird, mit etwa 40% großen Anteil an CO2-Ausstoß in Deutschland hat, wird diese Technologie sehr wichtig für die Energiewende. Häufig ist es auch möglich, den elektrischen Verbrauch durch den Einsatz von Wärmespeichern zeitlich flexibel zu gestalten, beispielsweise in Verbindung mit Wärmepumpen, und so auch weniger elektrische Speicher zu benötigen. Als Fazit lässt sich sagen, dass die Energiewende nur durch den Einsatz unterschiedlichster Speichertechnologien erfolgreich werden kann. Es gibt noch ein paar weitere Speichertechnologien, bei denen die Anwendung in größerem Umfang aus meiner Sicht in Zukunft möglich, aber noch nicht klar absehbar ist, die es daher nicht in dieses Video geschafft haben. Beispielsweise Schwungrad- und Druckluftspeicher sowie Redoxflow-Batterien. Diese sind bisher vor allem in der Forschung und wenig im realen Einsatz. Es ist noch nicht klar absehbar, ob auch diese Technologien eine Rolle spielen werden. Wenn ihr dazu mal ein Video sehen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Videos über Wärmepumpen und BHKW mit Wärmespeichern oder batterieelektrische Fahrzeuge findet ihr bei weiterem Interesse hier. Lasst jetzt ein Like da und schaut euch eines dieser Videos an.